so. Innen bei uns in Kreuzheimacke, so Gardetanzen. Wenn du ein Gardemädchen bist, ja, dann ist cool. Sind ja und tanzen jetzt schon zusammen. Wir sind gleichzeitig in die mittlere Garde gerutscht und ja, gleichzeitig in die große. Ich bin so froh, dass ich es mit meiner besten Freundin zusammen machen kann. Kein Sport. Nee. Gardetanzen ist doch kein Sport. Ist doch gar nicht anstrengend. Hä? Ihr macht doch immer denselben Tanz, oder? Das kriegen wir auch oft zu hören. Ja. Ihr tanzt doch immer dasselbe. Hey, ist da dieses Jahr was anderes? Aber es ist schon extrem anstrengend. Also jeder, der das sagt, der sollte einfach mal 3 Minuten mittanzen. Und dann, glaube ich, ändert er seine Meinung. Wirklich, du hüpfst permanent, du machst irgendwelche Bewegungen, das einfach, es ist Spagat, wirklich anstrengend. Spagat, Fang, das ist ja alles, Also man muss auch schon gut gedehnt sein, sonst klappt das nicht. Wer hat sich noch nicht wehgetan? Oder fragen wir mal, wer hat sich schon mal wehgetan? Mein erstes Jahr in der Großen Garde, 3. Sitzung, Muskelfaserriss beim Spagat. Aber wir hatten hier auch schon jemanden, der sich die Fußzehe gebrochen hat oder was von der Bühne gefallen ist, haben wir auch schon gehabt. Wir hatten schon. Das hatten wir echt. Also Bänderrisse, sowas. Ja, kann schon vorkommen, Deswegen immer gut warm. Jetzt seit 2015 sind wir Trainer, Und jetzt seit 3 Jahren Große Garde, ne? Ja. Wir hatten vorher noch Männerballett, aber es geht zeitlich einfach nicht mehr. Irgendwann wird es einfach zu viel. Kinder, Hunde, Partner, alles ist da. Also eigentlich haben wir 3 Tänze. Unseren Eröffnungstanz mit der mittleren zusammen, den Gardetanz und den Showtanz. Wir fangen an im Mai meistens mit Training. Also im Februar ist ja alles rum. Es geht eigentlich direkt weiter. Was könnten wir als Showtanz? Was für ein Gardelied nehmen wir? Welche Schritte? Schritte suchen, Positionen, alles drum und dran. Also eigentlich haben wir nie Pause. Wir machen weniger privat, wir machen eigentlich nur Garde. Aber du meinst auch voll viele Einzelheiten beim Showtanz. Wir müssen Lied für Lied durchgehen. Und das bis zum Ende. Wir tanzen noch einmal locker und dann jedes Lied einzeln. Jedes. Ja, Dienstag und Donnerstag sind wir hier. 19 bis 21 Uhr. Und ab und zu, also einmal im Monat, machen wir noch so ein Ganztagstraining. Da sind wir dann 6-7 Stunden hier noch trainieren. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann getippt. Ja, solange du die Kamera nicht drückst. Ja, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Irgendwo ist es schon das Adrenalin, wenn du dann an der Prunksitzung dastehst und weißt, jetzt geht's los. Da sitzen Leute im Saal, die gucken euch zu, die jubeln, die schreien, die klatschen, die finden es total toll, was ihr macht. So kurz vorher denkst du dir, okay, warum tue ich mir das an? Jedes Mal, wenn wir da vorne sind. Viel zu viel Schiss, aber wenn du dann auf der Bühne stehst, ist es voll vorbei. Adrenalin pur, es ist einfach ein geiles Gefühl. Die Gruppengemeinschaft. Und warum machen wir das? Weil wir gern zusammenkommen. Und warum noch? Weil wir gern zusammen trinken. Und warum noch? Aus Spaß an der Freude. Sind wir mal nicht so bescheiden. Also wir haben schon auch an Turnieren teilgenommen. Ja. Auch öfter mal was gewonnen, sag ich mal so. Nee, also wir standen schon auch ein paar Mal auf dem Treppchen. Ja gut, die ganzen Elemente, Rad, Spagat ist relativ schwierig. Ja. Unsere Kosake ist unser Endgegner. Also wir verbinden halt auch manchmal 2 Elemente miteinander, zum Beispiel Rad, Spagat, dass du direkt aus dem Rad in den Spagat rutscht ohne Stoppen. Und solche Sachen sind dann schon noch mal ein bisschen anstrengender. Also bedarf auch einiges an Übung. Ja. Eigentlich muss man wirklich in der Minigarde anfangen und hangelt sich dann quasi dort hoch. Ab einem gewissen Alter wechselst du dann quasi in die nächste Gruppe quasi. Aber wir hatten auch schon ein paar Quereinsteiger. Ja. Aber eigentlich
kommt immer jemand aus der Minigarde nach oder dann aus der mittleren in die große Garde. Das Rad und so, das lernst du halt von Anfang an, wenn du klein bist. Ja. Und ich glaube, das macht uns dann aus, dass man sagt, okay, wir können das andere gut. Ja, weil man es wirklich schon seit Kind auch einfach jedes Jahr wieder macht. Und nicht erst mit 18 einsteigt und alles neu lernt. Das ist schwierig. Also unsere Gardekostüme sind immer dieselben. Ja. Die sind immer gleich. Die sind geschneidert, die müssen erstmal so bleiben. Aber Showtanzkostüm kommt halt je nach Thema an. Da suchen wir dann zusammen alle auch bestimmt ab. Also da wird so ein Grundkostüm bestellt und dann wird es von uns noch so ein bisschen aufgepimpt. Haben wir noch verrückte Geschichten? Ja, wir hatten schon mal so Sachen, dass bei der Zugabe, die war dann zu Ende und eigentlich soll man dann runterlaufen und geht dann raus. Und die eine, die war irgendwie so im Flow und hat einfach weiter getanzt und hat den normalen Tanz einfach durchgezogen, während alle anderen schon die Bühne runtergelaufen sind. Schautanz ist am Ende, ist dann noch mal ein bisschen lockerer. Zwischendrin haben wir halt auch sehr viel Zeit. Und da trinkt man vielleicht auch mal was zusammen und dann ist die Hemmschwelle einfach ein bisschen niedriger. Ja. Dann, ja. Und der ist nicht so anstrengend wie der Gardetanz. Da hat man einfach Bock, das macht einfach Spaß, macht gute Laune auch fürs Publikum und dann geht man da eh mehr ab. Wir haben noch einen. Egal ob Säcke, Schnaps oder Wein, die Hemmschwelle Garde trinkt alles und sagt nie nein, 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 nein. Das wissen ja viele nicht, also wie viel Arbeit dahinter steckt. Also klar, jeder weiß seine Position, aber du musst ja haargenau gucken, wo stehst du? Ist deine Hand so oder ist deine Hand so? Machst du so, machst du so? Guckst du nach rechts, nach links und deine Fußspitzen? Also das sind so viele kleine Dinge. Ja, so Details und Kleinigkeiten, die vielleicht im Publikum gar nicht auffallen, aber uns halt. Und wir wollen ja auch den besten Anspruch oder den höchsten Anspruch für uns haben. Und dann sind das schon Dinge, auf die man auch achten muss. Ja, und das ist halt unser Hühnerhaufen da hinten. Ohne die wäre das Ganze natürlich auch nicht möglich. Winken! Könnt ihr bitte alle nochmal euch so ins Schlussbild stellen? Los, Anna! Nee, doch, stell dich da gerade selbst vor, sieht gut aus. Tipptopp!